So, meine Herren und Damen, wie immer, ein neues Türchen, der 14. Da haben wir drin einen Flipperriegel aus Schweden. Kann man jetzt wahrscheinlich nicht ganz gut sehen, aber der ist aus Schweden. Dann sage ich schon mal viel Spaß mit dem Video. Haut rein. So, meine lieben Herren und Damen, Servus und herzlich willkommen zu Cyberpunk 2077. Danke fürs Einschalten. Und ich musste. Revier im Blick! Vorsichtig! Wir hatten ja jetzt die Wahl, dass wir uns Evelyn anschließen und Dex quasi bescheißen. Und ich habe fast die Tendenz, dass wir es auch tun. Weil, möchte ich euch auch kurz begründen, sie hat sich selbst, wie wir ja gesehen haben, in Gefahr begeben und dazu genommen, hat sie auch uns eine eigene Mitarbeiterin zur Verfügung gestellt. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass wir sie auch auf jeden Fall unterstützen müssen. So ist meine Meinung. Aber schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich habe mir die neue Pistole gesnackt. Ja, ich habe keine Granaten. What the? Jetzt bin ich selber gestorben. Irgendwo war da noch einer gehängt. Egal. Ja, wir müssen erstmal grob cleanen. Komm. Obwohl, das Laden geht eh ziemlich schnell. Jetzt durch die Xbox One X. Ich habe keine Series X. Nicht, weil ich keine gekriegt habe, sondern weil ich keine will. Deswegen habe ich keine. Hallo? Das stimmt, mein Bro. Aber wir müssen auch fleißig looten. Was zur Hölle?
Kann man die zerstören? Tatsächlich, wir können sie zerstören. Ach, ein Reflektor, okay. Zur Hölle! Ich weiß.
doch raus, du Vogel. Wo? Hey. Keine Ahnung, mit wem du dich anlegst! What the hell? Achtung, sie haben dich! Stirb, mein Freund! Hier hast du
Spinner. Okay. Denk nach, ihr Fallpfosten!
Vollpfosten! Ich mach den Lutscher alle! Der Backe, das Ding! Alle tot. Können wir damit fahren? Nein. Noch nicht. So, genug gelootet. Wir können, Bro. Milinek, wir haben diese Teile überall rumfliegen. Hinter dem Tor, da können wir reden. Na, da wartet schon Militech wahrscheinlich. Ja. Dachtest wohl, du siehst mich nie wieder, was? Ja, allerdings. Wir wollen nicht noch mehr Ärger. Ja, das glaube ich wirklich gerne. Heute ging es darum, Royce seine Rechnung fortzusetzen. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Der Flathead gehört dir und wir sind quitt. Sichert die Umgebung. Sichert das Areal. Okay. Zeit, dass wir abhauen, Kartner. Oh Mann, wie. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Danke, Jack. Verlässlich wie immer. Dito, wie. Aber was ist los mit dir? Alles okay? Ja, will nur klarstellen. Du weißt schon, wir sind ein gutes Team. Mir gefällt, wie wir arbeiten. Mir auch, wie. Mir auch. Hey, sag Dex, dass wir sein Spielzeug geholt haben. Und dann...
Lass uns ins Afterlife. Paar Shots trinken. Ey, luego wie. Allerdings. Wie sieht's aus, Mr. V? Ab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Meditech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war's scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab Stout getroffen. Und? Hat nicht gerade gefunkt zwischen uns. Arme Meredith. Musste nach eurem beschissenen Date bestimmt die Rechnung bezahlen. Und wie hast du Royce dazu gebracht, ihn dir zu geben? Mit roher Gewalt. Der einzige Weg, der immer funktioniert. Du hast echt Eier, Mr. V. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Mr. V. Brauchst du etwas? Warum treffen wir uns im Lizzie's? Warum denn nicht? Hast du was mit den Mogs zu tun? Ja, wir teilen unsere Vorliebe für Diskretion. Kennst du Judy schon länger? Was geht dich das an? Nichts. Bin nur neugierig. Ich vertraue ihr. Sie wird uns nicht verraten. Mehr musst du nicht wissen. Wir reden später. Enttäusch mich nicht, wie? Nö, nö. Keine Sorge. Ich wollte ja eigentlich sagen, dass ich mich der anschließen wollte, aber okay. Auch gut. Die Karre kann ich mir nicht mopsen. Hä? Was, wie, wo? Okay. Da steht mein Auto. Okay. Keine Zeit. Möchte ich mal kurz gucken, gibt es eine Möglichkeit?
machen wir jetzt noch kurz, fahren wir noch kurz ins Afterlife und dann beende ich die Folge. Ein wunderschönes Spiel, das muss man jetzt mal so offen gestehen. Oh, 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 falsch. Neues bei Signora Welz? Du weißt schon, macht sie ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte, wie die anderen Welles-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife. Wir kommen! Wir sind nur hier, weil Dex die Strippen zieht. Ich glaube nicht, dass uns das in die Oberliga bringt. Ha, wird es schon. Die wissen es nur noch nicht. Das stimmt. Für ein erstes Mal. Vamos! War mal eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Im Ernst, Jackie? Was? Das hast du von mir. Echt jetzt? Oh, Scheiße. Muss ewig hier sein. Okay. Vom Hocker haut's mich jetzt nicht besonders. Und wer seid ihr, Clowns? Wir sind Freunde von Dexter DeShawn. Er erwartet uns. Yo, Dex. Hier sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden. Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Schon dabei, ja. Okay. Das ist es. Wow. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Wirst du schlagen? Stell's dir vor, Susan Forrest, Boa Boa, vielleicht sogar Morgan Blackhead. Hey, setz dich, ich bin gleich bei dir. Endlich sind wir hier. Hey, siehst du die alte Dame da? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Ich hätte schon Bock. Bestell du. Zwei Oldschool Tequilas mit dem Spritzer Cerveza und Chilischote. Zwei Johnny Silverhands. Komm sofort. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meiner hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Gute Frage. Was muss ich tun, damit ein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Was für eine schöne Tradition.
Hallo? Auf Night City. Und das Afterlife. Ziemlich hoher Preis für einen Drink. Hey, jeder muss irgendwann sterben. Wieso nicht mit Stil? Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier, oh, und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Decks neuester Fund. Nur geschäftlich. Nichts Großes. Mr. Deschon erwartet. Würde ja auch gern noch ein bisschen. Decks Stammkunde? Aber wir haben eine Mission. Er war eine ganze Weile weg. Hat sich hier volle zwei Jahre nicht blicken lassen. Ein Kater geht eben seinen eigenen Weg, ja? Tja, wo immer er war, er kam ein paar Pfund leichter wieder. Vielleicht gab's dort doch keinen Pizzanotdienst. Hals und Beinbruch. Danke. Woher weißt du das? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Ratschende Waschweiber. Alles satt. Danke, danke. Mann, Homie. Du bist riesig. Studio? Ja. Ah, ich auch. Im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjutsu? Ja. Meinst du, du könntest mich umhauen? Sicher. Bist du pinche Tipo. Hier rein. Mach ein paar auf die Fresse. Yep. Aber ich möchte jetzt hier die Folge erstmal einem Ende zuführen. Warte, Jackie. Ich möchte mich hier schon mal von euch verabschieden. Danke fürs Einschalten. Haut rein. Euer